Im Herbst haben die Jäger Hochsaison. In diese Zeit fällt auch immer das Dankfest zu Ehren des Schutzpatrons der Jäger. Doch traditionelle Hubertusfeiern werden in Vorarlberg nur noch ganz selten zelebriert. Der italienische Chor Nivalis aus Chiavenna umrahmt diese Hubertusfeier im Montafon. Es ist für die Jäger praktisch das Erntedankfest. Und so wird der erlegte Hirsch als Symbol der Ernte gesehen. Eine große Frage ist, warum jagt man Hirsche hauptsächlich in der Brunft, wo das Fleisch sehr penetrant ist. Und alles, der alte Hirsch ist wie ein Geist eigentlich. Der versteckt sich als Lebenskünstler so intensiv, dass du den eigentlich, wenn du Glück hast, vielleicht einmal im Sommer in der Festzeit siehst, aber in der Jagdzeit siehst du ja fast nicht. Und das ist die einzige Zeit, wo du den wirklich mal Chance hast, dass du einen alten Hirsch erlegen kannst. Und das ist ja für die Altersstruktur her auch. Man muss die alten rausnehmen, um einen gesunden Bestand wieder herzubringen. Viele Jagdtraditionen wie die Hubertusfeier werden heutzutage recht kritisch gesehen. Auch die Jagd verspürt den gesellschaftlichen Wandel. Vor mehr als 100 Jahren war die Jagd eine sehr, sehr angesehene Tätigkeit. Die Jäger waren sehr angesehen, aber auch das Jagdpersonal war sehr, sehr angesehen. Im Wandel der Zeit hat es sich leider Gottes so entwickelt, dass die Jagd heute teilweise schräg angesehen wird. Es werden auch die Jäger werden Sie haben also nicht mehr diesen Stellenwert wie früher. Die Jäger sind leider Gottes auch sehr oft in das Kreuzfeuer der Kritik geraten. Es gibt natürlich überall schwarze Schafe. Ja, die Situation ist sicherlich nirgends leichter geworden. Die Ansprüche an die Natur, die nehmen zu. Der Tourismus weitet sich aus, die allgemeine Bevölkerung will mehr in die Natur. Lebensräume, ruhige Lebensräume für die Wildtiere sind sicherlich weniger geworden. Gleichzeitig ist der Anspruch seitens des Waldes, vor allem in Richtung Schutzwald, extrem hoch geworden. Es gibt sehr viele Projekte, Verbauungsprojekte, Wildbach- und Lawinenverbauung, und überall sollte das Wild eher wenig sein. Und da ist der Jäger extrem gefordert, weil die Anforderungen an ihn von vielen, vielen Seiten extrem hoch sind, den Wildbestand sozusagen an die Situation anpassen. Und gleichzeitig werden die guten Lebensräume eben vor allem aufgrund der touristischen Nutzung immer weniger. Nach dem Erlass von Kaiser Franz Josef war ab Mitte des 19. Jahrhunderts die bürgerliche Jagd erlaubt. Und vor genau 100 Jahren wurde die Vorarlberger Jägerschaft gegründet. Die Gründer dieser Zeit waren einfach Dr. Ferdinand Kinz, der damalige Bürgermeister von Bregenz, mit mehreren charaktervollen und weitblickenden Männern. Und die haben dann im August 1919 den Vorarlberger Jagdschutzverein gegründet, um endlich wieder einmal Ordnung in dieses zerrüttete Jagdwesen zu bringen, was ihnen auch im Laufe der darauffolgenden Jahre sehr gut geglückt ist. Ja. Wenn ich 100 Jahre Jagd in Vorarlberg betrachte, dann gibt es ein dauerndes Auf und Ab.
schon 1948 konnte man ein neues Jagdgesetz, ein Vorarlberger Jagdgesetz, wieder bauen, mehr oder weniger. Und dann ging es wirklich sehr gut aufwärts. Die Jagd hat sich erholt, die Jagd wurde wirklich wieder so, wie sie sein soll. So hat sich das Ganze entwickelt, eigentlich zum Vorteil. Man hat in den 50er Jahren hat man Steinwild in Vorarlberg eingesetzt, war ja ausgerottet. In den 60er und 70er Jahren hat man dann mit der Jägerschule begonnen. Also die Jägerschule, ein markanter Punkt in der Vorarlberger Jägerschaft. Diese Jägerschule genießt nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert. Und die Faszination Jagd scheint wieder eine ansteckende Wirkung zu haben. Denn der Zulauf ist ungebrochen, obwohl die sogenannte grüne Matura recht hohe Anforderungen stellt. Also in der Jägerschule bilden wir im Moment jedes Jahr ca. 100 neue Jägerinnen, neue Jäger aus. Und die Warteliste für die Kurse ist voll. Wenn man sich die Besucher der Jägerschule anschaut, merkt man, die Jagd wird zunehmend weiblich. Gut ein Drittel der Besucher der Jägerschule sind inzwischen Frauen. Und ich persönlich bin überzeugt, das tut der Jagd gut. An der Jagd fasziniert mich die Verbundenheit zur Natur. Mein Vater hat uns schon als kleine Kinder immer wieder mitgenommen ins Revier. Es ist für mich sehr wichtig, auch die Tradition weiterzuführen, besonders bezüglich meinem Vater, der ist schon jahrzehntelang Förster in Vorarlberg. Und daher möchte ich auch diese Jagdprüfung absolvieren und das Beste für Wald und Tier machen. Also wenn ich stehen freischießen muss, kann ich dann nicht so weit in die Stand schießen, als wenn ich dem stärker bin. Oder wenn ich dann auf der Auflage kann, irgendwo auf dem Hochsitz da mache. Wir haben heute das Anschussseminar, auch eine Führung durch den Wildpark. Da lernen wir verschiedene Themen. Wie wird auf Wild geschossen, wie wird das richtig gemacht, dass wir auch Praxiserfahrung haben. Früher brauchte man ja gar keine Prüfung, da ging man einfach auf die Jagd, wenn man die Berechtigung hatte. Und über die Jahrzehnte ist das natürlich immer umfangreicher geworden. Das fängt beim Naturschutzgesetz an, geht über das Jagdgesetz, das Waffengesetz, dann über die ganze Wildkunde. Und ein großer Punkt bei der Jagd ist ja, dass man nicht nur jagdbares Wild hegt und pflegt, sondern auch Wild, das man nicht jagen darf. Und da ist genauso der Luchs integriert und der Singvogel, weil sie gehören zu einem gesunden Ökosystem. Natürlich ist auch sehr wichtig die Ethik der Jagd, die Moral der Jagd. Und ich denke, die Prüfung wird sehr herausfordernd und wird bestimmt nicht ohne Lernen zu meistern sein. Also es wird eine harte Prüfung, davon bin ich überzeugt. Cornelia Schäfknecht ist schon lange Jägerin und etabliert in diesem Geschäft. Sie ist die einzige aktive Jagdaufseherin in Vorarlberg. Die Naturliebhaberin ist für das Jagdgebiet in Krumbach im Bregenzer Wald verantwortlich. Die Jagd ist mehr, die Jagd ist so viel. Die Jagd ist Natur, hat viel mit Tieren zu tun. Mich hat das immer schon interessiert, das Ganze drumherum auch. Ich bin nicht eingeschüchtert von der Männerwelt und das hat mich jetzt nicht berührt, ob ich jetzt eine von Erster bin oder eine von weniger bin oder gerade jetzt im Ding bin, das war für mich nicht wichtig oder ist auch jetzt nicht wichtig. Da zählt die Erfahrung, da zählt das Wissen und da kann ich genauso gut jedem anstehen. Die Aufgaben der Jägerinnen und Jäger sind heutzutage weit gefächert und müssen gesamtheitlich betrachtet werden.
Im Vordergrund steht die Erhaltung eines an die Land- und Forstwirtschaft angepassten, artenreichen und gesunden Wildbestands. Und da steht an oberster Stelle sicher die Bewirtschaftung des Schalenwilds in Vorarlberg. Der Jäger sagt Schalenwild, das ist also Rotwild, das ist Rehwild, das ist Gamswild und das ist Steinwild. Wir erlegen in Vorarlberg im Moment pro Jahr ca. 9000 Stück Schalenwild. Ich glaube, eine der ganz zentralen, wichtigen Aufgaben der Jägerschaft besteht darin, dafür Sorge zu tragen, dass die Wildbestände dem Lebensraum angepasst sind. Darin sehe ich ehrlich gesagt eine der Hauptaufgaben der Jägerschaft. Die Abschusszahlen werden jährlich von der Behörde genau festgelegt. Sobald ich sage, ich bin ein Jäger, ich bin eine Jägerin, du bringst alle um, oder? Du bist diejenige, die es erlegt oder schießt. Die sehen das ganze Große in dem nicht. Das ist für uns nicht das Wesentliche, dass wir jetzt immer jedes Mal bloß schießen. Das gehört dazu, Jagd. Zur Jagd gehört es dazu. Ich finde es sehr wichtig, dass man in der Öffentlichkeit sagt, dass man nicht nur Wild töten, sondern auch Wild erhalten, aufs Wild schauen, fördern und ihren Lebensart auch so leben können. Das Fleisch der Wildtiere ist nicht nur in Jägerkreisen beliebt. Rund 170.000 Kilogramm Wildbret verspeisen die Vorarlberger im Jahr. So, meine Freunde, da haben wir einen Rehrücken Carpaccio mit eingelegten Pfifferlingen vom heimischen Wild. Doch die Jägerschaft ist in den letzten Jahren selbst immer mehr unter Beschuss geraten. Neben den grundsätzlichen Jagdgegnern befindet sich die Jagd auch im Spannungsfeld mit Tourismus sowie der Land- und Forstwirtschaft. Und gerade da gibt es unterschiedliche Bewertungen der Jagdreviere. Das ist ein Ökosystem. Hier sind auch natürlich Jäger am Werk, die das gesamte Ökosystem im Wald haben. Hier habe ich einen Nutzwald, hier ist Platz für das Wild, hier kann auch das Wasser gut versickern im Boden, hier kann ich Hochwasserschutz betreiben und natürlich ist dieser Wald auch anpassungsfähig für den Klimawandel. Man muss das einfach erkennen, dass diese Art von Jagd, wie sie hier betrieben wurde, nicht zielführend ist, weil sie zerstört auch den Lebensraum von Wild. Hier hat das Wild auch nichts mehr zum Beißen. Und ein Wald ist dann okay, wenn sich also die natürlichen Baumarten, die im Gebiet vorkommen würden, verjüngen können. Und wenn der Mensch die Rahmenbedingungen eben so schafft und das Wild so stark hochkommen lässt und so stark füttert, dass das nicht mehr geht, dann kann der Wald eben seine Funktionen nicht mehr erfüllen und das Wild wird über den Umweg Menschen zum Zerstörer des Waldes. Wenn man das Wild nicht füttert, und dazu gibt es genug Beispiele, zum Beispiel im angrenzenden Graubünden, wo nicht mehr gefüttert wird, oder auch in St. Gallen oder ein großes Forstgut in Kärnten, das man wissenschaftlich begleitet hat, dort verteilt sich das Rotwild besser. Es ist an verschiedenen Orten, die im Winter günstig sind und rottet sich niemals so zusammen. Dann kann niemals so einen Schaden entstehen und es kann auch zum Beispiel Krankheiten mit DBC können dann auch nicht mehr so gut übertragen werden.
Für die Vorarlberger Jäger hat sich aber im letzten Winter die Notwendigkeit der Fütterung wieder gezeigt. Neben der Versorgung kann das Wild in bestimmte Gebiete gelenkt werden. Wenn man das historisch anschaut, hat gerade speziell das Rotwild früher die Möglichkeiten, also noch vor der Zersiedelung in Vorarlberg, die Möglichkeit gehabt, in die Ill- und Rheinauen abzuwandern und dort den Winter zu verbringen, und ist mit der Schneeschmelze wieder in höhere Lagen aufgestiegen. Die Möglichkeit haben sie heutzutage nicht mehr. Aus dem Grund gibt es diese Fütterungseinrichtungen. Ja, wir haben ja eine Fütterung, da ca. so 130 Stück, was wir da füttern. Über den Winter, ja. Und wir füttern da an dieser Fütterung speziell eigentlich nur Kahlwild. Es sind ein paar Dreierhirsche dabei. Und die betreuen wir zwei miteinander. Das ist jetzt sicher einer der letzten Standorte, wo man angefangen hat zu futtern. Aber sicher schon an die 60 Jahre, dass man da so futtert. Und wenn das Frühjahr ins Land zieht, neigt sich die Jagdsaison dem Ende zu. Es ist die Zeit der Hegeschauen. Die Präsentation der Trophäen ist behördlich vorgeschrieben. Das dient der Kontrolle des Abschussplanes und zeigt die Entwicklung und den Zustand des Wildes auf. Aus fachlicher Sicht muss ich sagen, dass eine Trophäenschau immer etwas, wo einem als Fachmann einen guten Überblick gibt, wie es in einer Region ausschaut mit dem Wildbestand. Das ist ein gewisses Spiegelbild, vielfach draußen von der Natur. Und je nachdem, wie eben hier die Altersstrukturen, wie die Verteilung der Abschüsse ist, kann man sich schon ein gutes Bild machen. Und nachdem ich hier diese Hegeschau schon seit sehr vielen Jahren kenne, kenne ich auch die Entwicklung ein bisschen. Und im Moment stellt man schon einen Abwärtstrend fest. Also es könnte schon einen Hinweis geben, dadurch, dass es in einigen Regionen nicht mehr diese Wildbestandshöhe gibt, wie das beispielsweise vor einigen Jahren noch war. Wenn man sich die Zahl fürs Rehwild anschaut, 16% der Getriebe. Ist zu viel Wild im Raum oder ist die Beunruhigung zu groß durch Stress oder durch intensiven Jagddruck, nimmt natürlich die Trophäenqualität ab. Und momentan sind wir in einer Phase, wie in den letzten Jahren, wir haben eine intensive Bejagung. Das Wild hat natürlich Stress. Der Lebensraum, den man dem Wild zur Verfügung stellt, wird geringer. Dadurch gehen die Wildbrettgewichte zurück. Das Tier wird vom Körper schon schwächer und die Trophäe an sich wird auch geringer. Doch die Aussagekraft dieser Hegeschauen wird auch von einigen Jägern in Vorarlberg angezweifelt. Im Wandel der Zeit würde ich als Wildbiologe sagen, dass man der Trophäe nicht mehr diesen Stellenwert zukommen lassen sollte, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Das sind Erinnerungsstücke. Heute denke ich, dass eine ganz wichtige Aufgabe der Jagd in der Gesellschaft einfach ist, oder des Jägers, dass er dafür sorgt, dass die Wildbestände reguliert werden und dass wir wirklich uns kümmern darum, dass dem Lebensraum angepasste Wildstände hier vorherrschen. Und das ist eigentlich der Teil, der hier nicht bei der Trophäenschau ist. Das sind vor allem die weiblichen Stücke, das Jungwild. Das ist ganz wichtig, dass wir auf das nicht vergessen und dass wir nicht nur eben auf die Trophäe hier schauen. Dann, ja. Um mehr Verständnis für die Arbeit und Traditionen der Jagd zu bekommen, geht die Vorarlberger Jägerschaft in den letzten Jahren immer mehr in die Offensive und startete vermehrt Aufklärungsaktionen in den Schulen und Kindergärten. Der Wildpark Feldkirch bietet dafür das ideale Umfeld. Das ganze Wissen um die Wildtiere, aber auch um die Jagd, ist wirklich verloren gegangen. Und ich finde es also unumstritten, dass man in die Richtung sehr viel arbeitet. Und gerade wir auch im Wildpark haben einen klaren Bildungsauftrag, solches Wissen an die Bevölkerung weiterzugeben. Ja, dass ihr hier also wirklich in Zukunft sehr große Chancen, auch wieder die Jagd und alles, was mit der Jagd zusammenhängt, im Vordergrund zum Rücken. Und die Zukunft für die Jäger, gerade auch für die Jagdschutzorgane, sehe ich schon in die Richtung, dass wir da wichtige Verantwortung haben und denen das auch erklären, warum braucht es die Jagd, was macht der Jäger positiv, ist der Gestalter und schützt in dem Sinne auch die Tiere. Grundsätzlich ist es einfach ganz wichtig, dass die Jagd und der Wald, dass das in ein anderes Licht kommt. Ja? Dass man die Jäger einfach auch besser versteht. Und da kann man auch viel erklären. Kinder lernen einfach spielerisch
die Fachausdrücke, oder? Oder wissen den Unterschied dann zwischen Rotwild und Rehwild? Das haben jetzt auch die Kindergärtner da schon mitgekriegt, gell? Weil der Rehbock ist mal nicht das Kind vom Hirsch. Und es sind unsere größten Tiere in unseren Wäldern, habe ich euch erzählt. Und wie nennt man sie bei uns noch? Ja? Rotwild. Rotwild. Aber es sind die Könige unserer Wälder. Der hat das vom Geweih erzählt, weil wie groß das ist, wie das ausläuft und aus welchem Material das ist. Das hat uns alles gesehen. Die Jagd wird in Zukunft noch mehr Verantwortung gegenüber dem Wild und seinem Lebensraum bedeuten. Damit die Kinder in Zukunft noch Wildtiere in freier Natur erleben können, wird es ein Miteinander aller Interessengruppen brauchen. Ich hätte absolut diesen Wunsch, dass es etwas mehr Gelassenheit in der Situation, in der Sache gibt. Ich glaube, man tut ab und zu von einigen Institutionen übertreiben, als hätte hier überhaupt kein Wild mehr Platz, als würde der Wald nur noch zusammenbrechen. Dem ist ja nicht so. Wir haben noch genügend Räume. Wir haben auch Wälder, viele Wälder, die stabil sind. Dass man etwas tun muss, ist keine Frage. Aber mehr Gelassenheit, mehr mit Fachkenntnis an die Sache herangehen, wäre mir lieber als irgendwelche aufbrausenden Medienberichte oder einseitigen krasse Forderungen. Jagd ist eben mehr, nicht nur Trophäe, sondern Jagd findet in einem Ökosystem statt. Und das geht eben uns alle an, weil wenn das Ökosystem nicht mehr funktioniert, dann haben alle den Schaden. Ich glaube, es braucht einen sehr guten Dialog zwischen allen Interessenten, ob das Tourismus, Forst, Grundeigentümer sind. Nur im Gespräch werden schlussendlich vernünftige Lösungen entstehen. Und was es aus unserer Sicht auch braucht, das ist schlussendlich ein gewisser rechtlicher Schutz für die Lebensräume der Wildtiere.